Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge von Kettle und Kurz. Ja, das Gruppein ist fertig und wir sollen uns zum Haus begeben. Machen wir mal gleich. Mal sehen, was jetzt für Aufgaben erwarten. Schauen wir mal. So, nach der ersten flachen Bodenbearbeitung folgt meist noch eine zweite, etwas tiefer mit einer Gruppe. In diesem Szenario springen wir aber im nächsten Schritt direkt in Oktober, wo das Flügen ansteht. Dann springen wir mal. So. Sofort geklappt. Wir springen mal. Yay. Man nennt das Flügen auch reinen Tisch machen. Hier wird der Boden gewendet und frischer, reiner Boden wird an Oberfläche abgelegt. Im Gegenzug werden Erntrückstände und Unkrautpflanzen nach unten befördert, um dort zu verrotten und neuen Humus aufzubauen. Okay. Hänge den Flug an den Deutz. Na, den Deutz haben wir auch gerne. Wenn wir keinen Fan haben, ne? So. Der war gar nicht aus. Gut, der Flug war ja in der Halle. Keiner gewaschen in der Zeit. Ja, den Flug habe ich befürchtet, den kleinen. Jawohl. So, fahre zum Feld. Achso, rein Tisch und fahre zum Feld, okay. Das kenne ich zwar so nicht, aber kann sein, dass so ist. Ich hatte früher mit der diese Art Landschaft nichts zu tun gehabt, mit Feld und so, und mir Tiere interessiert. Also Kühe, naja, Schweine ab und zu mal durch meine Oma und Kühe durch meinen Onkel, ne? Die Musik jetzt nicht im Hintergrund. Ja, doch, neuer Titel gekommen. Ja, wir fahren zum Feld. Wir werden mal hier mit Tempomat fahren, beziehungsweise mit Automatik, weil der sich hier besser auskennt, ne? Dann können wir indessen ein bisschen so gucken in der Landschaft, ne? Alle Felder sind schon gekruppert. Da muss da ein anderer Bauer gewesen sein. Die Spiegel sind irgendwie, naja, nicht gut eingestellt. Oder kann man das einstellen? Wüsste ich jetzt nicht. Das gibt's nicht. Rehe, ne? Aber ich habe gebremst. Aber das ist Natur, ne? Bei uns lagen auch viele Rehe umher. Hier bei mir ist, wo ich wohne, auch. Da habe ich vor ein paar Jahren auch mal ein Reh mehr oder weniger vor der Haustür gesehen. Mitten in der Stadt. Das ist mir gefährlich, wenn Auto fahren, wenn sie dicht an der Straße sind. Unberechenbar. Im Weg. Jetzt haben wir ein anderes Feld zu pflügen. Nö, oder? Ich glaube, ein anderes Feld. Mach kein Mist. Ein größeres Feld. Ne, das gleiche wieder. Na gut. So eine Felder würde ich einfach nicht kaufen, die ein bisschen zu blöd geformt sind. Aber gut, das Szenario können wir nicht aussuchen, ne? Da würde ich eher die Felder nehmen, die ein bisschen quadratischer sind, also sind glaube ich gar nicht hier, ne? Also gut, Natur sind die Felder auch nicht so, aber da sind wir.
gepflügt wird, gepflügt wird jedenfalls Bahn für Bahn. Am Ende jeder Bahn muss der Flug gedreht werden. Das ist blöd. So. Erstmal X ausklappen. Ha! Wieder behalten. Dann fahren wir rauf. Wir werden die längere Bahn nehmen, also längere. Also. Der mag nicht rückwärts fahren mit der Tastatur. Dann müssen wir das mal gleich mit GPS machen. Das ist genauer. So, dann müssen wir gucken. Wir müssen ein bisschen so rausgehen. So, Bremse. P. Und Arbeitsbreite eingestellt, 15 Meter. Und können wir schließen. Und V. Ob das stimmt? Lass mich überraschen. Es kann sein, dass ein bisschen, naja. Ja, das passt schon so. Ja, das ist so ein Flug, ne? Das ist so mit. Wenn der Boden recht schwer ist, ne, und klebrig ist, dann ist dieser Flug angebracht. Ansonsten würde so ein Vollflug bei sandigen Bohnen besser sein. Aber gut. Die meisten Böden, naja. Hier sind meistens die Böden sehr fest. Nach meiner Erfahrung jedenfalls. So, der ist angekommen. Bis zum Rand gehen wir. Trainiert euch. So, V. Anheben. So. Der Flug besteht aus mehreren Scharen. Hier ist der Flug Lampen Gewehl 86 N plus 1. Somit hat diese Maschine 7 Scharpaare. Jedes Schar hinterlässt eine Furche. In der nächste Schar den gewendeten Boden ablegen kann. Das letzte Flugschar hinterlässt eine offene Furche, in den die erste Schar des Fluges hineinfliegen kann. Junge, das ist kompliziert. Das will doch gar keiner wissen. Ich weiß nicht. Ein heißt Flügen, heißt Flügen, ne? Aber wer das wissen möchte, kann uns gerne das antun. Aber wir haben zum Glück hier GPS. Sonst wären wir hier randüsig. Ja, kann man genau sehen. Und müssen drehen, ne? B. B geht nicht. Warte mal, F2. Das ist eine gute Frage. Vorwärts, rechts, links, rennen. R rotieren, müsste R sein. MLS wäre es B gewesen. Gut, dass wir eine F2 haben, ne? So. Dann fahren wir aufs Feld rauf. Dann senken wir ab. Und hey. Wir müssen jetzt zum Schluss, denke ich mal, wenn wir es nicht geschafft haben mit vollen. Ja, dann nur mal ansprechen, die Spitze normal machen, ne? Also nacharbeiten. Wahnsinn. Gut, ne? So ein Flug muss ich da schon ziehen, ne? Ganz schön.
Aber denken wir, wenn wir uns nicht die ganze Folge mit Flügen antun, das eine weitere Folge mit Flügen mache ich dann nicht. Glaube ich nicht. Mal sehen. So. Das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen zu langweilig. Das ist in so einer Aufgabe normalerweise für einen. Können wir gleich mal drehen. Und V und nee. Ich denke mal, das ist verkehrt. Ne? Ja, doch. Einmal zu schnell gedrückt. So. Runter. Und Gas. Ja. Dritten Gang. Fünften. Da wird mehr sechsten. Oh, ich halte sie runter. Da wollte ich so viel. Okay, da doch, nimm doch den sechsten. Und doch runternehmen, auch normal. Aus. Einmal T muss reichen. Den dritten Gang entfahren. Jo. Das ist Flügen, ne? Bisschen eintönig, ne? Ah, dann machen wir noch eine Folge mit Flügen. Was kommt denn? Jetzt haben wir Oktober. Da kommt dann gleich die Aussaat. Oder will er uns ein bisschen beschäftigen mit schnell vorspulen und dann Unkrautbekämpfung, spritzen. Schauen wir, ne? Oder düngen. Man düngen hätte ich aber eher gewartet. Naja. Also Mist hätte ich untergepflügt, ne? Zum Beispiel. Ich jedenfalls. So, wieder auf R wenden. Das kann man ja machen, wenn man fährt, ne? V und T, lass ihn laufen. Eine schöne gerade Furche, ne? Komm, wir müssen die hier angucken. Ja, hat der Bruder so tun, ne? Gut, die Hände müssen ein bisschen runterholen, ne? Erst ein bisschen. Bisschen die Luftnummer, ne? Und er schaltet mir zu viel. Naja gut, nichts ist perfekt, ne? So, was sagt der Schöne? Die Arbeitsbriefe beim Flügen beträgt etwa 25 cm. Man spricht von dieser Tiefe auch von der Flugsohle, da der Bone darunter nicht bearbeitet wird. Umso fester ist. Ja. Dafür gibt es den guten Frost und der Frost lockert den Boden auf. Bei normalem Winter halt, ne? So, mal ganz kurz wieder drehen. Auf R. Das nicht vergesse. Ne? Dahin. Genau. V. Und T.
Ah, jetzt ist eh Tempomat drin und gut, das nochmal wegmachen. Im fünften Gang. Naja. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon vorher gewesen sein. Jetzt wird sowieso fertig geflügt, von daher brauchen wir die Folge nicht in Länge ziehen. Bringt ja nichts, ne? Hat ja keiner was davon. Und sobald ich mit dem Flügen fertig bin, fahre ich sicherlich noch zurück. Und zur neuen Aufgabe melde ich mich dann wieder, ne? Und tschüss, ciao, ciao. Und schon allen schönen Reststart, Reststart, also einen schönen Start in der Woche noch. Ja, morgen geht's hier weiter, mit der nächsten Aufgabe halt, ne? Tschüss.